Ja, Leute, willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Wir haben in der letzten Folge, wir waren relativ erfolgreich, was Questabschluss angeht, haben tatsächlich auf dieser Ebene nicht mehr wirklich viel zu tun, außer, wie ich gerade sehe, zu Karasta zurückkehren. Das machen wir natürlich noch. Und dann können wir eigentlich schon, ich weiß nicht, wir gucken dann gleich nochmal ins Questbuch, aber ich denke, wir können schon fast die Quests in Anlauf nehmen. Sagt man das so? In Anlauf nehmen? Keine Ahnung, ich habe gerade Wortfindungsstörung. Die uns aus Rati wieder haltet wegführen. Nach Messentia und wo wir nicht alles noch hin müssen. Ach, da ist sie ja. Hallo. Der Vertrag? Ja. Ihr habt ihn? Ja. Lasst sehen. Ja, sehr gut. Gut, mein Täubchen. Gut gemacht. Ihr habt euch bezahlt gemacht. Das soll euer Schaden nicht sein. Wieso nennen mich alle Täubchen? Gleich mal. Fallt nicht auf den Alten rein. Er ist gewitzter und sturer, als die Wache erlaubt. Aber wie jeder alte Hund wedelt er mit dem Schwanz, wenn man ihn ködert. Ja, irgendwie hat er sowas Ähnliches auch über dich schon gesagt. Ja, ich gehe schon. Ich gucke aber vorher noch ins Questbuch. Also, den letzten Einberufungsbescheid. Muss nach Imaire im nördlichen Eratel, okay. Nach Mel'Aglia. Die drei Quellen, das ist außerhalb. Mit Koriana Anwon reden. Das ist auch noch eine Quest, die wir zum Zwielichtgesträuch gehen. Okay, das heißt, wir haben hier noch das böse Blut und die Botschaften des Krieges. Und die Geschichte mit Eamons Eiland. Und irgendwo müssen wir noch hin. Hier Messenger, das ist die Hauptquest. Okay. Okay, okay. Dann erstmal die Geschichte mit der Familie Anwon und es ist gut, wieder in mit zu sein. Den Einberufungsbescheiden. Keine Ahnung, ob wir damit die ganze Folge beschäftigt sein werden. Könnte durchaus sein. Müssen wir mal gucken. Kuriositäten, Talismane, mächtige Gegenstände. Das heißt Talismänner. Bitte. Wir wollen den richtigen Plural verwenden. So, auf geht's in die Oberstadt. Einfach fürchterlich. Ja, die Anwon-Quest erledigen wir jetzt erstmal und gucken mal, was uns hier erwartet. Hallo, Sie sehen nervös aus. Mein Sohn Malion ist schwer krank. Ich weiß. Die Heiler sagen, es sei Blutkrankheit. Doch ich bin überzeugt, er wurde vergiftet. Wäre ich jünger, würde ich das Lapidus selbst beschaffen und es ihnen beweisen. Blutkrankheit. Die Heiler nennen es eine Blutkrankheit. Doch das Blut der Anwons hat sich seit Generationen keiner Krankheit gebeugt. Nein, Malion wurde vergiftet. Ich weiß es. Haus Anwon. Unsere Familie ist uralt. Aber wenn mein Sohn Malion nicht geheilt wird, werden wir verdorren. Und der Stern der Vivan Gifres wird noch heller erstrahlen. Malion. Sein Vater ist in der Schlacht auf der Galafor-Ebene gefallen. Seine Schwester in Chlorikon. Er ist alles, was mir geblieben ist. Und nun verliere ich auch ihn. Schlacht auf der Galafor-Ebene. Der Krieg war noch jung und bis dahin hatten wir nichts als Niederlagen erlebt. Diesmal hatten wir gesiegt. Und mein Mann war gefallen. Vivan Gifre. Die Vivans stammten aus einer respektablen Familie, obwohl sie nicht sonderlich reich waren. Dann haben die Gifres Haus Vivan gekauft. Sehr zu unserer Überraschung übrigens. Und Meerwasser mit erlesenem Wein vermischt. Okay, ihr braucht Lapiduswurzel. Bringt meinem Sohn diese wilde Pflanze. Und ich werde euch fürstlich belohnen. Ich schwöre es. Alter, ich schwöre. Seid ihr sicher, dass es funktioniert? Natürlich nicht. Doch mein Familienvermächtnis sagt es. Und ich möchte meinen Sohn nicht sterben sehen, solange es noch Hoffnung gibt. Wo muss ich suchen? Ich weiß nur von einem Ort. Den Sümpfen von Akatan. Dort müsst ihr danach suchen. Moment. Ihr erkennt Lapidus an der Form seiner blauen Blüte. Seid auf der Hut. Akatan? Es heißt Akata. Ich dachte schon, ich hätte die ganze Zeit
den falschen, also den Namen falsch gesagt, geschrieben, whatever. Und auch falsch gelesen im Spiel. Ich war gerade total verwirrt. Gut. Ich habe vor euch schon andere Diener geschickt, die nicht zurückkehrten. Ja, ich krieg das hin. Mach dir mal keinen Kopf. Das wird schon. Relikte zum Tempel bringen. Okay. Erstmal den letzten Einberufungsbefehl. Ich hoffe, der macht keinen Strahl, so wie die anderen auch. Oh, entschuldigt bitte. Hab doch gar nichts gesagt. Bist doch nicht gleich so rum. Hallo. Hallo. So. F5, aufstehen. Gute Nachrichten. Schicken euch meine Eltern? Seid ihr irgendein neuer Lehrer? Hier. Was ist das? Haben meine Eltern das gesehen? Mir egal. Oh, bei Lunala Sternenlächeln. Ja und ja. Nach Chlorikon. Ist das zu glauben? Das werden sie gar nicht gern hören. Doch was sollen sie tun? Mich freikaufen? Nein, nicht dieses Mal. Danke, Fremder. Danke. Na, die ist ja hellauf begeistert. Warum? Stellt euch vor, ich in der Hitze der Schlacht, mit einem sylvanischen Speer in der Hand, vor einem rotäugigen, heulenden Tuatha. Und ein Leben weit weg von der Nadel. Aha. Das klingt irgendwie nach einem Leben fernab vom Hauptbahnhof Frankfurt. Oh, entschuldigt bitte. So, und nun. Bringen wir Relikte zum Tempel? Ich wüsste nicht, wo wir welche gefunden haben. Und haben wir nie alle abgegeben gehabt? Kann das denn alles sein? Moment, hier. Möge Lyria auf euch herablächeln. Die meisten wurden in die Festungen der Eratel-Ebenen gebracht. Aber wir sind euch für jeden Wiedersehen... Also die Quest ist aktiv, auch wenn wir keine Relikte haben. Die Quest wird uns quasi angezeigt, auch wenn wir keine Relikte haben. Das ist natürlich blöd. Dann können wir aber jetzt... So, ich glaube, wir beschaffen erstmal die Lapidus-Wurzel. Oh ne, erstmal geht's zurück zu Riad. Tretet beiseite. Riad ist doch die Hauptstadt von... Riad, ist das nicht eine Hauptstadt? Von einem afrikanischen Land? Von einem nordafrikanischen Land? Algerien? Bewahrt den Frieden. Riad? Irgendwie waren wir so. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist es eine Stadt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es die Hauptstadt irgendeines afrikanischen Landes ist. Studenten der Magie, Meister der Zauber. Schneller. Ein paar Tage noch. Morgen bei Anruf der Dämmerung ab. Bei. Und wieder Gold. Habt ihr alle Einberufungen verteilt? Ja, du hast mir sogar die Gold gegeben. Hier ist euer Lohn. Und jetzt trödelt nicht rum. Wir müssen einen Krieg führen. Jawohl, tschüss. Was sagte der FH? Oh, kurz vor Stufe 28. Glaubt nicht, dass wir das in der Folge noch schaffen werden, es sei denn, wir haben gleich noch ein Diese bisschen verfluchte Action. Belang- jetzt gucken wir mal. Nach Messentia, Bruder Tils Bücher beschaffen. Messentia war Hauptquest, ne? Messentia ist Hauptquest, okay. Dann möchte ich als nächstes, glaube ich, tatsächlich erstmal... die Lapidus-Wurzel beschaffen. Zwielichtgesträuch. Dann gehen wir da erstmal hin. Oder? Ja. Wobei, pass auf, wir holen uns die Lapidus-Wurzel. Die ist ja gleich da unten. Und gehen danach ins Zwielichtgesträuch. Mm-hmm.
Juhu. Bringen wir auch direkt schnell zurück, das Gerät. Können wir ja lässig machen. Wir haben ja gerade gesehen, wir können das Zwielichtgesträuch problemlos bereisen. Also direkt ansteuern. Lasst euch Lyrgriffs Wunderwerke nicht entgehen. Doch, lass ich. Da kenne ich nichts. Das Lapidus, habt ihr es? Ja, bitte chillen Sie. Oh, du meine Güte. Guck mal, wie schnell er wieder fit ist. Ach, ich hatte schreckliche Träume. Da waren kriechende Insekten. Etwas Dunkles, das sich näherte. Es kam mir vor wie Tage. Wie lange war es? Es waren Tage. Tage? So lange, wirklich? Das erklärt meinen Rücken und meinen Kopf. Ganz ruhig, alles cool, ihr wurdet vergiftet. Vergiftet? Ah, ich erinnere mich. Eine Flasche recht guten Weins wurde geliefert. Ein Geschenk. Ich wollte ihn kosten und dann... Wo kann er sein? Er scheint unter das Bett gerollt zu sein. Es hat ihn wohl niemand bemerkt. Nehmt ihr ihn, schließlich ist er ein Beweisstück. An mehr erinnert ihr euch nicht? Verzeiht mir, es ist alles noch etwas verschwommen. Ich erinnere mich, dass Onfai den Wein brachte. Er sah gut aus, also wollte ich ihn kosten. Dann Dunkelheit. Oh nein. Okay. Schickt nach meiner Mutter, seid so gut. Mutter, komm ran. Er ist erwacht. Lyria, sei Dank, hier ist euer Gold. Doch die Angelegenheit ist noch nicht beendet. Dachte mir fast. Findet den, der dies getan hat, und ihr bekommt noch viel mehr Gold. Mehr Gold? Das Gift war in den Wein gemischt? Zeigt es Apothekerin Revani unten auf der Pruderi. Mit etwas Glück kennt sie das Gift. Vielleicht sogar den Giftmischer. Vielleicht wurde der Wein auch ins Gift gemischt. Wieso wird diese Option immer außer Acht gelassen? So... Dann direkt mal zur Apothekerin. Tretet beiseite. Die Quest ziehen wir jetzt durch. Ich denke nicht, dass wir in der Folge noch in das Zwielichtgesträuch, jetzt habe ich fast gestrüpp gesagt, gehen werden. Weil offensichtlich ist die Questreihe ja noch nicht fertig. Oder die Quest an sich. Hallo. Ich führe Kräuter und Pulver, Tränke und Salben. Das ist schön. War das Gift in seinem Wein? Eine beunruhigende Frage. Darf ich? Ja, es ist Reulwenz. Wenige besitzen eine solche Mixtur. Ich bin eine von ihnen. Bei Lyria, mir fällt eben ein, ich habe kürzlich eine Fiole an einen Diener des alten Einer Arbagast verkauft. Wie schrecklich! Ich werde sofort ein Gegengift schicken. Doch jemand muss etwas unternehmen. Geht zur Stadtwache. Sprecht mit Favian Türm. Sofort! Zur Stadtwache? Kann ich das nicht selber machen? Ratiers Stadtwachen. Habt ihr sie noch nie gesehen? Ihr habt schon welche getötet. Verlasst meinen Laden und geht nach links durch die Pruderi. Findet Favian Türn und sagt ihm, was ich euch gesagt habe. Okay, tschüss. Seid ohne Sorge. Ich lasse das Gegengift sofort schicken. Na gut. Studenten der Magie, Meister der Zauber. Stadtwache. Hallo. Ich habe euren Boss getötet. Hier ist die Stadtwache. Helft mir. Wollt ihr ein Verbrechen melden? Oder irgendetwas anderes? Euer Boss ist tot und Arbagast vergiftete Malion Anworn. Gift? Ich hatte gehört, dass der Knabe krank ist, aber das ist weit hergeholt. Ich werde ein oder zwei Wachen schicken. Ihr solltet ihn bei Arbagasts Haus von diesen Anschuldigungen berichten. Ihr schickt also Hilfe? Ja. Und nach dem Gesetz der Alpha müsst ihr als Ankläger zugegen sein. Wir nehmen Anschuldigungen gegen die großen Häuser ernst. Okay. Gut. Da freut er sich. Können wir eigentlich... Nee, können wir nicht schnell reisen, ne? Schade. Schade, schade, schade.
ein Gebet für unsere Truppen. Da habe ich doch was liegen lassen. Skandal. Hier entlang. Da kommen sie. Er war ein guter Diener. Ich kannte ihn sein ganzes Leben lang. Und nun habe ich dieses Leben süß und pflichtgetreu enden lassen. Ihr habt euren Diener getötet? Es war, wie er es wollte, auch wenn ihr mir nicht glauben werdet. Ich belüge euch nicht. Er hat eine ziemlich krasse Stimme. War er der Giftmischer? Nein, er war es nicht. Er war mein Schüler. Doch ich und ich allein habe das Werk des Todes begonnen. Es hätte noch mehr Tote gegeben. Doch wie dem auch sei, heute erstrahlt Belens Testament. Er sieht aus wie eine Mischung aus Elf und Zwerg. Er sieht total komisch aus. Belens Testament? Belen ist der Gott des Todes, des Verendens. Sein Testament ist schlicht, dass alle, die leben, sterben müssen. Und ich? Ich bin sein Priester. Oh Gott. Woher kommt euer Groll? Wenn Koriana meine Liebe vor all diesen Jahren nicht verschmäht hätte, wenn sie meinen grünen Frühling nicht mit kaltem Schnee ertränkt hätte, ihr Haus nicht erblüht wäre, während meine Seele verkümmerte. Ich hätte die Schönheit des Todes nie gekannt, die Worte Belens. Ich schwor, mein Geschenk würde mit ihr beginnen, doch nun sehe ich, dass meine Zeit gekommen ist. Ich gebe mich Belens Umarmung hin. Immer diese Koreaner. Ey, ich hab mich mal... Was hat er gemacht? Hat er sie getötet? Kleinen Moment. Okay. Zu Koreaner zurückkehren. Zurück zu den Koreanern. Wieder eine sehr laufintensive Schönen Quest. Guten Tag. Guten Tag. Kuriositäten, Ach, so Talismane, mächtige Gegenstände. Ich vermute einfach, man hat sich bei der Konzipierung dieser Quests gedacht, dass man vielleicht die Quests annimmt und irgendwie immer Stück für bitte. Stück macht, wenn man gerade da ist und nicht so wie ich so eine lange Quest in einem Abwasch macht. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das als Gedanke dahinter steckt. Ist es vollbracht? Jo. War er... Hier, nehmt das und ich... Ich muss eine Beichte ablegen. Schild. Vor vielen Jahren hätte ich einer Abergast beinahe geheiratet. Er erwähnte Meine sowas. Eltern verboten es mir. Ich wusste, es war falsch. Dass er es nicht verdiente, so behandelt zu werden. Die Dummheiten der Jugend. Ich hätte nie geglaubt, dass er so verbittert werden würde und sich diesem dunklen Kult zuwenden könnte. Niemals. Gebt euch nicht die Schuld, my lady. Tschüss. Also, Ermons Island. Wer ist denn hier? Ich denke, beim nächsten Mal kümmern wir uns tatsächlich um das Zwielichtgesträuch. Vielleicht geht es danach nach Melaglia. Ich weiß noch nicht genau. Mal gucken. Erstmal in der nächsten Folge das Zwielichtgesträuch. In dieser Folge aber noch unser Stufenaufstieg. Es ist angemerkt worden, dass unsere Überzeugungswahrscheinlichkeit ja immer geringer wird. Ich sollte doch mal Überzeugung skillen und das tue ich. Meilenstein, Bestechungsgelder für Verbrechen sind um 40% niedriger. Erhöht deine Chance, andere von deiner Sicht zu überzeugen. Ich fand den Hinweis ganz gut. Deswegen setze ich es um. Wir skillen einmal die Überzeugung. Keine Ahnung, ob wir das Schmieden überhaupt noch irgendwie auf Max-Level kriegen. Ich habe keine Ahnung. Da lassen wir uns mal überraschen. 3 Punkte. So, Raffinesse. War da noch irgendwas? Fünf von fünf. Ich würde jetzt fast kurz anfangen. Ah.
die Schattenfackel bis jetzt noch nie eingesetzt. Ich glaube, ihr habt aber mal geschrieben, dass die gar nicht so unnütz sein soll. Auf der anderen Seite denke ich aber sowieso nie dran, den Krempel einzusetzen, weil es in den seltensten Fällen, also seit dem Kampf gegen die, wie hieß sie denn, die hier, die Maid, ihr wisst, wen ich meine, seit dem Kampf hatten wir eigentlich nichts Brenzliges mehr. Und wenn sowas irgendwie nicht brenzlig wird, also es ist ganz komisch bei mir, wenn Kämpfe nicht brenzlig sind, dann denke ich an irgendwelche Fähigkeiten nicht, weil es halt so läppisch ist. Man kann ja auch mit Button-Mashing den Kampf irgendwie über die Runden bringen. Und wenn ich Probleme im Kampf habe, wenn es zu aufregend, zu stressig wird, dann denke ich auch nicht an die Fähigkeiten, weil ich total im Stress und überfordert bin. Voll toll, ich habe es echt voll drauf. Ich frage mich, warum ich überhaupt zocke und warum ich es dann auch noch anderen Leuten zeige. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich würde erstmal auf die geschickte Verteidigung gehen. Bisschen Schadensresistenz beim Blocken erhöhen. Ich denke irgendwie, da ich mich irgendwie mit der Spielweise als Schurke mit Schild angefreundet habe, denke ich, kann uns das auf jeden Fall nicht schaden. Ja, das können wir mal machen. Hier bleibt es beim Assassine. Raffinesse 109. Ist jetzt natürlich die Frage, ob wir da noch hinkommen. Keine Ahnung. Werden wir alles sehen. Werden wir alles sehen. Ich sage bis hierher erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.